Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Guten Appetit, Papa. Ich hab dich ganz doll lieb. Ich hab dich auch ganz doll lieb, Sophie. Nanu, wer war das denn? Ich geh mal an die Tür. Ich komm sofort wieder. So, wer hat denn da an der Tür geklingelt? Wer bist du denn? Dich kenne ich gar nicht. Hallo, ich bin Schriggins. Ich habe keine Zeit, dir alles zu erklären. Ich komme aus der Zukunft und du musst jetzt sofort mitkommen. Die Welt ist in Gefahr. Wir befinden uns mitten im Krieg um die Zeit. Ja, was meinen Sie? Wir befinden uns im Krieg um die Kontrolle über die Zeit oder was? Und warum melden Sie sich bei mir? Ich glaube Ihnen das überhaupt nicht. Zeitreisen gibt's nicht. Doch, Zeitreisen gibt's und wir befinden uns in einem fürchterlichen Krieg. Sie müssen jetzt sofort mitkommen. Okay, alles klar. Ich glaube Ihnen das mal. Kann ich mich noch von meiner Tochter verabschieden? Sie ist mein Ein und Alles. Ich fürchte, dafür haben wir keine Zeit mehr. Steig sofort ins Auto ein. Du bist der Fahrer. Du führst uns zurück in die Zukunft. Okay, alles klar. Ich hoffe, dass ich meine Kleine bald wiedersehen werde. Ich steig jetzt ins Auto. So, Aborg, ich erkläre dir das jetzt. Dieses Auto ist eine Zeitmaschine. Du musst an das Jahr denken, in dem du ankommen möchtest. Und dann musst du richtig aufs Gas drücken. Und wenn du Glück hast, dann landest du in der Zeit, die du dir gewünscht hast. Alles klar, Schriggins. Dann mal let's go. Ich geb Gas. So, ich befinde mich jetzt hier auf der Geraden. Hoffentlich kann ich genug Geschwindigkeit aufbauen. Ich gebe Gas und jetzt müsste ich jeden Moment in die Zukunft kommen. Ich gebe Gas und... Wir sind da! Schriggins, ich glaube, wir sind im Jahr 2121. Sehr gut, Aborg. Kann ich jetzt hier meine Tochter treffen? Du hast gerade gesagt, ich kann sie in der Zukunft treffen. Es tut mir leid, wir müssen erstmal gegen den Fight kämpfen und dann kannst du deine Tochter immer noch treffen. Aborg, dort hinten ist ein Zeitwächter, pass auf! Was ist denn ein Zeitwächter? Ich habe keine Zeit, dir das zu erklären, wir müssen vorhin abhauen, folgt mir! Alles klar, Schriggins, ich lauf dir hinterher. Oh mein Gott, ein Zeitwächter, was ist das denn jetzt schon wieder? Die Zukunft hier ist echt verrückt. Sehr gut, Aborg. Wir konnten vor den Zeitwächtern abhauen, sonst wäre es unser Ende gewesen. Hä, Schriggins, was wäre denn dann passiert? Die Zeitwächter hätten uns sonst in das Zeitverlies gesteckt. Und dann wären wir dann nie wieder herausgekommen und der Bösewicht hätte dann die Kontrolle über die Zeit gewinnen können. Der Bunker hier ist zwar schön und gut, aber wir sind immer noch auf uns alleine gestellt. Unsere Mission ist es eigentlich, zu unseren Partnern zu kommen. Ich sollte dich von der... aus der Vergangenheit holen und zu meinen Partnern bringen. Und genau das müssen wir jetzt machen. Und außerdem müssen wir auch noch die Zeitmaschine, also das Auto, kaputt machen. Ansonsten kommen die Zeitwächter und haben auf einmal die Kontrolle über die Zeitmaschine. Alles klar, Schriggins. Dann würde ich sagen, let's go. Ich renne los zur Zeitmaschine. Ich gehe wieder zurück, springe hier hoch und dann geht's los. Ich renne zurück zur Zeitmaschine. Aber auch, wir sollten den Weg entlang des Friedhofs nehmen, der ist sicherer, dann werden wir nicht von den Zeitwächtern entdeckt. Alles klar, Schriggins, ich renn schon mal los, Okay, alles klar. Eigentlich, ich bin jetzt ja 100 Jahre in der Zukunft. Ich will mal wissen, wer da so alles gestorben ist. So, wer steht denn da alles auf der Liste? Oh, nein, gleich der erste Grabstein. Sophie, Tochter von Aborg. Was habe ich getan? Ich bin in die Zukunft gereist und habe 100 Jahre übersprungen. Natürlich ist in dieser Zeit meine Tochter gestorben. Oh nein, ich hab so viel Zeit mit ihr verpasst. Oh nein, oh Mann. Und ich konnte mich nicht mal von ihr verabschieden, weil Schriggins meinte, dass wir unbedingt wieder los müssen und ich sie hier in der Zukunft treffen würde. Aber es ist doch klar, dass ich sie hier nicht treffe. Es ist 100 Jahre in der Zukunft. Ich bin so enttäuscht von Schriggins. Aber wir müssen los. Wir müssen weiter in die Autowerkstatt und da gehe ich jetzt hin. Erstmal müssen wir uns um diesen Zeitbösewicht kümmern, der die Kontrolle über die Zeit haben möchte. Und vielleicht kann ich dann wieder in die Vergangenheit reisen. Ach ja, Aborg, fast hätte ich vergessen, die Zeitmaschine zu zerstören. Nein, Schriggins, nicht! Und geschafft! Super! Ach ja, Aborg, was meinst du? Schriggins, ich hab doch Nein gesagt! Meine Tochter ist tot und du hast die Zeitmaschine kaputt gemacht! Ich werde sie nie wiedersehen! Du bist schuld! Oh, tut mir leid, Aborg. Naja, wir müssen jetzt eben in den Club. Wir müssen gegen den Zeitbösewichten kämpfen. Oh Mann, ey, das wird mir dieser Schriggins büßen! Aber erstmal muss ich gegen diesen Zeitbösewichten kämpfen. Ah, wie ich höre, seid ihr da. Herzlich willkommen, Aborg und Schriggins. Chef, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen sofort los. Wir müssen sofort nach dem Bösewicht suchen. Alles klar, ich würde vorschlagen, wir teilen uns auf. Ich suche alleine nach dem Bösewichten und ihr zu zweit. Viel Glück und bis später. Aborg, du hast es gehört.
Let's go! Okay, ich komme, Schriggins, ich komme! Zeitwächter, heute ist der Tag, an dem Arbeorg aus der Vergangenheit in die Zukunft gereist ist. Ich möchte, dass du ihn aufspürst. Ich möchte sofort, dass du ihn aufspürst. Leg los! Alles klar, großer Zeitmeister, ich gehe auf die Suche! Und ich begebe mich auch auf die Suche. Vielleicht kann ich Arbeorg rechtzeitig finden. Vielleicht kann ich Arbeorg stoppen, bevor er sich zu mich entwickelt. Denn ich bin Arbeorg. Ich bin Arbeorg in der Zukunft. Ich habe es Schriggins nie verzeihen können, dass ich mich nicht von meiner Tochter verabschieden konnte. Und dann hat er auch noch die Zeitmaschine zerstört. Und ich konnte meine Tochter nie wiedersehen. Darum möchte ich Herrscher über die Zeit werden. Dann kann ich wieder in der Zeit zurückkehren. Und mein Leben mit meiner Tochter verbringen. Ich muss Arbeorg jetzt finden, bevor alles zu spät ist. Arbeorg, ich finde, wir sollten hier mal eine Pause machen. Schriggins, ich finde, wir sollten weiter nach dem Zeitbösewichten finden. Desto eher kann ich versuchen, in die Vergangenheit zu reisen und ein erfülltes Leben mit meiner Tochter zu führen. Ich konnte mich nicht mal von ihr verabschieden. Ich finde, wir sollten weitersuchen. Ich suche hier jetzt weiter nach dem Zeitbösewichten. Oh, Schriggins, dort hinten steht er. Was, Arbeorg? Hast du ihn gefunden? Tatsächlich, das ist der Zeitbösewicht. Arbeorg, endlich habe ich dich gefunden nach all den Jahren. Komm bloß nicht weiter oder ich erschieße dich. Arbeorg, ich habe dir was ganz Wichtiges zu erzählen. Ich habe doch gesagt, du sollst keinen Schritt weiter gehen. Und jetzt enthülle ich deine wahre Identität. Schriggins, hätte das wirklich sein müssen? Okay, ich bin jetzt aber auch gespannt. Wegen wen hast du mich in die Zukunft geholt? Wer ist dieser Zeitbösewicht? Wer möchte die Kontrolle über die Zeit haben? Und warum möchte man überhaupt die Kontrolle über die Zeit haben? Das werden wir jetzt erfahren. Wer ist das? Ich nehme die Maske ab und... Ich habe versagt. Ich wollte mein jüngeres Ich so schnell wie möglich finden, damit ich es in der Zeit zurückschicken konnte. Ich wollte eine Zeitmaschine bauen, dass ich zurück zu meiner Tochter konnte. Aber ich habe versagt. Und nun erlege ich hier meinen Verletzungen. Aber Org, du musst es unbedingt schaffen. Du musst eine Zeitmaschine bauen und zurück in der Zeit kehren. Dann kannst du ein Leben mit deiner Tochter verbringen. Mein Gott, was haben wir getan? Schriggins, wir müssen sofort zum Auto. Wir müssen sofort die Zeitmaschine reparieren. Aber Org, wir werden es schaffen. Wir werden die Zeitmaschine reparieren. Es tut mir mega leid, dass wir in diesem Zeitparadoxon gelandet sind. Schriggins, ich verstehe nicht, was du meinst. Aber okay, ich will auf jeden Fall wieder zurück zu meiner Tochter. Naja, ich bin noch 100 Jahre in die Vergangenheit gereist und hab dich jetzt 100 Jahre hier in die Zukunft geholt. Dann haben wir die Zeitmaschine kaputt gemacht und dadurch konntest du nicht wieder zurück. Und du warst sauer, dass du dich nicht von deiner Tochter verabschieden konntest. Deswegen bist du hier in der Zukunft alt geworden. Wir dachten alle, du wärst ein Bösewicht. Und erst darum bin ich in die Vergangenheit gereist, um dich zurückzuholen. Also das ist alles mega kompliziert, das ist ein Kreislauf, ein niemals endender Kreislauf. Aber zum Glück ist die Zeitmaschine jetzt repariert. Wir müssen sofort einsteigen und los, wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay, ich steig ein. Und dann let's go. Wir geben hier einfach einmal Runde Gas und dann möchte ich wieder zurück in die Vergangenheit. Ich möchte zu meiner Tochter. Geschafft! Wir müssen schnell wieder zurück. Wir müssen schnell zu mir nach Hause. Ich will zu meiner Tochter. Da sind wir endlich. Da sind wir endlich. Schnell rein hier. Ich will zurück. Sophie, ich bin zurück. Wo bist du? Oh, Sophie ist nicht da. Oh mein Gott. Nein. Sophie, wo bist du? Haha, ich bin noch hier. Sophie, du hast mich ganz schön erschrocken. Ich hab dich ganz doll lieb. Ich werde immer auf dich aufpassen. Danke, Papa. Ich hab dich auch ganz doll lieb. Mir ist nichts passiert. Schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an und lass gerne ein Like und ein Abo da.